Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Strikeforce Heroes 2. Ich bin's wieder, der Striker LPs, und ja. Mir ist gerade die Kamera abgeschmiert. Deswegen musste ich neu anfangen und naja. So, ich muss einfach nur drauf. Ah, Battle Scan. Oh, habe ich jetzt einen mit mir? Mein? Danke fürs. Oh, den habe ich gehackschnitt. Ah. Okay, also eins habe ich jetzt gelernt: Man kann keine Rakete mit diesem. Oder? Doch, ich habe gerade eine. Ey, geil. Ich habe einen Raketenwerfer mit einem Katana-Schwert aufgehalten. Alter. Alter Schwede. Das ist mir auch neu. So. Ja, da habe ich aufgeräumt. So, Raketenwerfer gegen Raketenwerfer, wer gewinnt? Upsala. Ich schnetzel die ja schon wieder. Ah, willst geschnetzeltes? Kriegst geschnetzeltes. Oh. Oh ja, tatsächlich. Alter, das ist auch neu. Ich weiß, dass ich. Ey, geil. Der Homing Missile halt einfach so mal mir nichts, dir nichts. Pateng, katatsch, katatsch. Ach. Lass ihn doch mal spielen, Leute. Ja, also, wir sollen hier. Oh, der hat die Intel. Also, die Feinddaten. Geil. Oh, da geht einer gleich hoch. Ja, du gehst gleich hoch. Du gehst auch mal sterben. Ich rede gerade irgendwie etwas wenig, das stimmt, aber das hier, da muss ich mich jetzt auch konzentrieren, weil sonst, naja. Ah, drei Flaggen schon. Boom. Ich glaube, da habe ich einen wieder in die eigene Hälfte geschossen. Das ist irgendwie witzig, die Raketen, wenn die, also hier die stehen, die stecken bleiben, die Raketen von der Scharfkanone, die schleudern einen wieder zurück in die eigene Hälfte rein. Ach komm, jetzt. Ah, hier, guck mal. Ups. Oh ja, die kam zurück. Die kam zu dir zurück, Junge. Oh, habe ich den jetzt mit seiner Waffe? Nein, mit einer Katana. So, Tesla Coil Battle Turret, also die sind hier in der Falle. Jawoll, und die Mission ist geschafft.
Ja, 4 Minuten hat die Mission jetzt gedauert. Ist ziemlich lang und... Ah, Mann. Gut, Sabotage, Revisiting. Oh, das ist übel. Ich versuche 2 Parts hinzukriegen und ja. Wie gesagt, ich sage euch hoffentlich dieses Mal mehr früh. Ist das Domination oder Ach Quatsch. Shift. Ah ja, wie gesagt. Ah, nee. Okay, das heißt so eine Control Mission. Das hasse ich eigentlich eher. Ah, den habe ich glaube ich. Nee, der wurde von der Intervention abgeknallt. Cool. Das kann ich schnetzle ich den bevor er runterkommt überhaupt. Oh. Bam. Den habe ich glaube ich abgeknallt. Der ist von sich selbst Ne, den habe ich glaube ich. Den habe ich per Katana eliminiert. Autsch. Ja, was ich eigentlich doof finde. Ey, nee. Das ist am Ende, also wenn man ziemlich hoch runterfällt, dann kann man sich kurz nicht bewegen und das ist doof. Alles komplett. Oh, 2 geschnetzelt? Jo, 2 geschnetzelt mit nur einem Stich. Autsch. Zum Beispiel jetzt. Dann sieht man auch kurz, dass das Bild so verwackelt ist und ja, dann ist man eigentlich. Oh, oh, die sind. Nein! Nein, die springen Richtung meiner Basis. Ich glaube, der wurde. So, ja, die Kameraden, die kümmern sich jetzt um die Gegner. Ich kümmere mich darum, dass es hier einigermaßen läuft. Hey, Kuckuck, Globex. Oh, 2 Teslas? Das dürfte genug sein. Ich glaube, entweder ist er jetzt getesselt oder... Ja, der... Gut, der ist getesselt. Der ist eindeutig in Tesla aufgegangen. Ja, deswegen platziere ich jetzt an den Punkten da einen Tesla-Coil. Gut, der hält nicht ewig. Aber er... So, du bist fertig für heute. Schicht im Schacht. Platsch, auch von oben weggesprengt, ja. Und, ja, das war der erste Tesla-Coil. Das war der zweite. So, jetzt habe ich 4 Tesla-Coils da stehen, das ist auch ganz nett. Also jetzt ist das Energiefeld extrem dicht und,
Hier will keiner reingehen, also von den Gegnern. Oder wagt es da einer? Ja, der wagt es. Nee, ich denke nicht, dass er es wagt, oder? Doch. Na komm, Freund. Oh, das hätte er zum Beispiel nicht getan. Besser nicht getan, meine ich. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt so ein dichtes Energiefeld wie möglich und ja, deswegen leckt's jetzt auch. Weil ich die Energiefelder so Hardcore-Energiefeld, ey. Alter Schwede, das ist richtig Energie. Nur der hat Energie. Tesla Coil, Tesla Coil, Tesla Coil, Tesla Coil. Oh, 4 Tesla Coils. Das ist übel. Deswegen kommt ja auch gerade keiner mehr. Es leckt aber auch jetzt. Joa, ich würde sagen, wenn das hier jetzt sich nicht gibt mit dem Laggen, dann beende ich den Part hier und wie gesagt. Fuck, das leckt echt jetzt. Das leckt übel. Ja, steuerst du mal gegen? Junge. Du bist doch nicht. Ah, der da ist. Ich denke, den Exit-Test. Entweder kriege ich ihn jetzt wegen. Ja, ich habe mit einem GL verschossen, obwohl ich gar keins besitze. Oh, ach, Jin ist da, ja gut, dem macht's im Allgemeinen nichts aus. Mit der Intervention. Nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja gut, mir macht's eigentlich auch nichts aus, aber trotzdem. Muss ja nicht sein, dass es mich umlegt. Obwohl, ich habe ja Godmode an, wie ihr seht. Das ist gecheatet. Ich cheate hier. Und ja, mache ich aber auch gern, ne? Oh, da oben ist einer. Ne, da sind sogar mehrere. Oh, oh ja, zwei da oben. Leck, leck, oh mio, das sind viele. Okay. So, 4 Teslas, das dürfte erstmal reichen. Für richtig Energie. Oh, Headshot. Dann hat ihn der Sniper erledigt. So, 71, 73. Also ich würde sagen, das läuft hier echt gut. Im Moment. Ah, der wird von Globex erlegt. Globex hat ihn erledigt. Also das hier ist jetzt ziemlich eine doofe Situation, aber ich denke es funktioniert. War da oben jemand? Ja, da war jemand, glaube ich. Jetzt zumindest war er mal da. Ja, da kommen wir schon runter. Ui. 79, also 2 Punkte. Ja, mehr. 11 Punkte und wir. Ne, 21 Punkte. Und wir sind hinüber. Okay. Ja, jetzt sind es nur noch 19 Punkte. Oh. So, jetzt läuft es auch. Ja, man sieht, ich mache jetzt hier ein richtiges Tesla-Feld auf. Oh, wir sind aber auch gerade ein bisschen
geleckt, weil halt eben. Ah, das würde ich denen empfehlen. Ah, jetzt kann, trifft er auch nicht mehr zum Glück. Oh, oh, oh. Der arme Wissenschaftler, ja, und. Ja, du wirst getestet. Wenn du da. Ja, wohin der auch immer geht, das weiß ich jetzt nicht. Ah, da kommt einer runter, ein Sniper. Ja, ich denke, die wollen jetzt auch hier den Punkt ein bisschen übernehmen. So an übernehmen. Nicht richtig, sondern nur ganz kleines bisschen. Nee, Spaß, die wollen das natürlich schon übernehmen und ja. Oh, ein Tesla. Okay, der ist getestet. Oh oh. Ah, die wissen jetzt, dass der Tesla-Coil nicht mehr. Oh, der. Ah ja, ein Tesla-Coil habe ich ziemlich spät gemacht. So. Und jetzt noch. Den wieder ein Kill. Ja, die brauchte ich eigentlich jetzt gar nicht mehr, glaube ich. Nope. Wie gesagt, jetzt habe ich ein bisschen doof, war ich ein bisschen unintelligent und ja. Was läuft auch mit dem Let's Play nicht wirklich gut. Naja. Aber trotzdem, ich verabschiede mich von euch und weiter geht's beim nächsten Mal mit Let's Play Strike Force Heroes 2. Bis dahin einen schönen Nachmittag noch und auf Wiederhören.